Ja, schön, Walter, dass du da bist. Danke, Stan. Ich denke, Hallo. man hat dir noch nie eine Frage gestellt, nehme ich an, nicht wahr? Selten. Ganz selten, ja. Ist was ganz Neues für dich. Wir haben einige Fragen reinbekommen, so werde ich versuchen, einige heranzunehmen. Habt bitte Rücksicht, dass ich nicht alle Fragen nehmen konnte, aber die wichtigsten habe ich genommen und ich hoffe, so den Bogen gespannt zu haben, von allen Fragen etwas genommen zu haben. Gut, Walter Veit, du hast diesen Herbst ja hier in Deutschland 2 Wochen eine neue Serie gehalten, Sturm aus dem Norden. Es gab viel positive Zustimmungen aus den Gemeinden, das wissen wir in unserem Livestream, in unseren E-Mails, bei einem Vortrag der König des Nordens, Teil 2, wo es um die Juden und das vergessene Volk der Kassaren ging, gab es einen kritischen Artikel. Worum ging es denn eigentlich bei diesem Vortrag? Kannst du dazu was sagen? Ja, worum ging es bei diesem Vortrag? Es ging darum, dass in der Welt Gruppen sind, Menschen sind und auch das ganze Volk, das jetzt das Volk Israel ist, die behaupten, dass sie die Ahnen, die buchstäblichen Ahnen sind von den Stämmen Israels. Und die Frage ist, gibt es noch diese buchstäblichen Ahnen dieser Stämme? Wahrscheinlich ja, aber verteilt und aufgenommen in anderen Stämmen, in anderen Nationen. Die 10 Stämme, die zuerst in Gefangenschaft gingen, die wurden zerstreut im Assyrischen Reich und verschwanden. Es gibt viele Theorien über, wo sie sind und ob sie sich als Volk zusammengehalten haben, aber geschichtlich ist da wirklich kein Beweis, dass sie sich je als Volk noch identifizieren konnten. Sie sind zerstreut worden. Und dann die Stämme, die noch hielten, Juda und Benjamin, die in Israel war, in Jerusalem. Diese Stämme haben natürlich das Gleiche erlebt. Erst kam die große Zerstörung, 70 nach Christus, und da wurden sie vernichtet oder wenigstens zum Teil. Und dann haben sie sich wieder aufgebaut und dann wurden sie wieder zerstört in einem gewaltigen Anfall der Römer unter Kaiser Hadrian. Und er hat dann auch die Religion quasi verboten, den Sabbat verboten. Und das Volk zerstreut. Und nach diesen Zeiten später kamen dann die Islamiter und haben dann diesen Teil besiegt. Und seitdem sind diese Völker eigentlich aufgenommen worden unter anderen Völkern. Es gibt einige, die glauben, dass sie die buchstäblichen Ahnen heute sind. Und die gibt es überall in der Welt. Es gibt die britischen Israeliten. Das ist die Ormström-Lehre unter anderem. Und die behaupten, dass die Stämme, die 10 Stämme, die sind irgendwie nach England gekommen und das sind die Briten. Und die sind jetzt die Ahnen und darum werden sie auch die buchstäblichen Versprechen bekommen, dass sie die buchstäblichen Versprechen der Bibel für sich in Anspruch nehmen und in diesem Reich, das kommt, die Welt regieren. Natürlich, einige regen sich darüber auf und sagen, da ist überhaupt kein Beweis dafür und glauben, nein, das sind nicht nur die Briten, also England und die Nachkommen in Amerika, sondern alle die Stämme, die in Europa waren. Und somit ist dieser Gedanke auch zu meinem Land, nach Südafrika, übertragen worden. Und da gibt es Leute, die glauben, sie sind die buchstäblichen Ahnen von den 12 Stämmen. Und sie haben eine ganz außergewöhnliche Theologie und oft mit Rassismus verbunden. Und naja, das ist schon problematisch. Also gibt es diese buchstäblichen Stämme noch? Und die Antwort ist nein. Es geht um ein theologisches Prinzip. Wenn da keine buchstäblichen Ahnen sind, in diesem Fall sagen wir mal,
direkt von dem Stamm Juda oder irgendeiner der anderen Stämme, dann können die Versprechen auch nicht buchstäblich übertragen werden. Und dann im geistlichen, theologischen Sinn, die Versprechen nach dem Neuen Testament sind übertragen worden auf die christliche Gemeinschaft. Denn wenn wir in Christus sind, dann sind wir Abrahams Samen. So, das Ziel war buchstäblich, um zu zeigen, da sind keine buchstäblichen Ahnen. Und im geistlichen Sinne ist es übertragen worden. Also die Theologie, die heute die Welt prägt in den evangelikalen Kreisen, die ist nicht haltbar, nicht physisch und nicht theologisch. Danke, das war also der Sinn und das Ziel des Vortrages. Ja. Jetzt gab es ja einen Artikel von EANN, welche dir ja ungeheuerlicherweise auch Dinge vorgeworfen hat wie Holocaustleugnung und Antisemitismus. Wie denkst du darüber? Ja, ich würde sagen, enttäuschend. Enttäuschend. Was ist Antisemitismus? Wenn man glaubt, dass eine bestimmte Rasse auf Erden, naja, nicht so gut ist wie eine andere Rasse. Eine Überheblichkeit. Jetzt, ich komme aus Südafrika. Und da haben wir diese Gedanken schon immer gehabt. Rassismus war ja Teil in der Apartheidslehre von unserem Land. Und sogar als junger Junge habe ich das gehasst. Aber alle, mit denen ich zu tun hatte, auch in meinem Studium, die waren auf der anderen Schiene. Als ich auf die Universität kam, da habe ich mich beteiligt an der Politik. Ich war ja nicht Adventist, ich war ja Atheist. Da habe ich mich beteiligt an der Politik und mich stark engagiert an der Seite gegen diesen Rassismus. Bei der Universität haben die Studenten, die älteren Studenten, mich einmal gefasst, haben mich auf die Erde festgedrückt und gesagt, wie darfst du gegen das, was die Väter und das Land und das lehrt und die Regierung sagt, wie darfst du dagegen angehen? Da habe ich gesagt, weil das nicht richtig ist, das ist unfair. Da haben sie mir alle Haare abgeschoren. Alle Haare abgeschoren. Waren die dann auch so wie ich? Ja. Die waren noch mehr runter. Das Interessante ist, wir hatten da gerade die Festzeiten der Universität. Und ich habe noch mit Gott gespottet, denn ich war ja Atheist. Ich habe dann am nächsten Tag mir eine Gitarre umgehängt. Ich habe mir einen Gürtel gemacht wie ein Pfarrer. Und dann habe ich gepredigt, als ob ich gegen Rassismus und dergleichen predige. Und das war zum Scherz. Ich denke, der liebe Gott hat manchmal so ein bisschen Humor. Denn heute bin ich Christ. Und ich glaube, dass Jesus Christus für jeden Menschen auf dieser Erde gestorben ist. Und Rassismus in jeder Form und Art ist für mich verabscheulich. Ich weiß nicht, ist das ein gutes deutsches Wort? Gibt es sowas? Abscheuenswürdig, was auch immer. Aber Rassismus, ich hasse ihn. Ich hasse ihn. In den letzten Jahren meines Lebens an der Universität, als ich noch lehrte, wurde ich auserwählt und ich habe einen British Grant bekommen, einen Royal Society Grant for Reconstruction and Development, um diejenigen, die unter dem vorigen Apartheid-System gelitten haben, um denen auf die Beine zu helfen. Und die letzten 16 Jahre meines akademischen Lebens an der Universität habe ich mich dafür gewidmet. Und von meinen Studenten, die wurden Post-Harvard-Doc-Studenten, die sind nach Harvard gegangen, die sind nach England gegangen, zu den großen Universitäten und wir hatten Austausch. Also von wegen Antisemitismus, Rassismus, für mich, das ist Tabu. Vielen Dank. Ich denke, es war auch nicht fair, so einen Vorwurf überhaupt in die Welt zu setzen. Noch eine Frage kam rein. Du hast gesagt, in Israel leben keine echten Juden mehr, sondern meist Kasaren oder deren Nachkommen. Ich habe gesagt, heutzutage hat der Begriff ja einen theologischen
Sinn, aber wenn es kam zu dem Stamm Judäa, das war ein physischer Begriff, ein politischer Begriff. Sie hatten ein politisches Gebiet. Die Religion, die jüdische Religion ist in der ganzen Welt verbreitet. Diese Religion gilt unter schwarzen Leuten, the Black Hebrews zum Beispiel. Und ich hatte auch die Gelegenheit, mit einer der Königinnen, sogar die oberste Königin, die älteste, von den Black Hebrews persönlich zu reden. Die war bei meinen Vorträgen. Und die leben auch da um Jerusalem und glauben, sie sind die buchstäblichen Ahnen durch Salomo zum Beispiel von diesem Stammbaum. Und dann gibt es natürlich auch andere Nationen. Viele sind ja Juden geworden und haben den jüdischen Glauben angenommen von anderen Stämmen. So, der jüdische Glaube ist nicht weg. Der jüdische Glaube existiert noch. Es geht rein um das Versprechen. Das Versprechen ging an die 12 Stämme. Existieren diese 12 Stämme als 12 Stämme noch? Ja oder nein? Ja. Sie existieren nicht mehr, richtig. Ja, vielen Dank für diese Erklärung nochmal. Es gab da noch einen Teil einer Frage, die ich angeblich nicht geantwortet habe und vor dem Menschen denken, dass ich es nicht antworten will. Es ging darum, ob ich ein Holocaust-Leugner bin. Nirgends habe ich je so etwas geleugnet. Und wir wissen ja, dass seit dem Sündenfall der Mensch unmenschlich ist seinem Mitmenschen gegenüber. Das habe ich erlebt in meinem Land. Und ich glaube, in Deutschland haben sie genau das Gleiche erlebt. Also nirgends habe ich so etwas gesagt oder unterstützt. Aber ich weiß auch, dass alle dieser Rassenhass in der neuen Erde nicht bestehen werden. Denn die Völker werden kommen vom Osten und vom Westen und wir werden alle zusammen sein als Brüder. Und ich bin fest überzeugt, dass diese Brüderlichkeit nur in Christus möglich ist. In meinem eigenen Land, wir hatten eine schreckliche Zeit mit Rassismus. Und das Tragische ist, es ist nicht vorbei. Es ist nicht vorbei. Der Rassismus besteht noch immer. Er erscheint in verschiedenen Formen. Man versucht, ihn da zu unterdrücken, dann kommt er da wieder hoch. Aber wenn wir in Christus sind, dann sind wir Brüder. Und wir können miteinander lachen und wir können miteinander weinen und wir können uns umarmen und wir können uns unterstützen und wir können zusammen essen und wir können zusammen in einem Haus wohnen und wir können Freunde und Brüder in Christus sein. Und ich wünschte mir, die ganze Welt wäre schon da. Kommen wir beten. Lieber Heiland, die Welt hat Fragen und die Welt hat Sorgen. Und die Welt hat Hass und die Welt hat Streit und die Welt hat Schmerz und die Welt hat Krieg und die Welt leidet. Und nicht nur der Mensch leidet, die Tiere leiden mit. Sie sehnen sich nach der Wiederkunft. Und wir sehnen uns mit ihnen. Ende das Leid schnell, Herr. Komm. Aber hilf, dass jeder die Botschaft der Erlösung noch ergreifen kann, sodass viele, viele noch zum Glauben kommen können und eine Ewigkeit in Harmonie und Liebe ohne Schmerz miteinander leben können. In Jesu Namen. Amen.